Einer der wichtigsten Jobs ist es, den Präsidenten der USA zu schützen. Doch für den United States Secret Service ist Personenschutz nur die Spitze des Eisbergs. Der Secret Service kämpft täglich weltweit gegen die Verbreitung von Falschgeld. Von Washington, D.C. über Miami bis hin zu einer der größten Falschgeldquellen der Welt, Bogota. Werfen Sie mit den Agenten des Secret Service einen Blick hinter die Kulissen einer noch nie gezeigten Welt. Über einer Kleinstadt, 200 Kilometer westlich von Bogota, geht die Sonne auf. Die Stadt beginnt den neuen Tag. Eine Bande Krimineller hat dagegen noch keine Ahnung, was der Tag ihnen bringen wird. Eine Elitetruppe aus amerikanischen Agenten und kolumbianischen Ermittlern nähert sich einem Verdächtigen. Wir sind in 1,5 Minuten da. Seid bereit. Einem Wirtschaftskriminellen, Teil des großen kolumbianischen Fälschernetzes. Niemand weiß, wer sie drinnen erwartet oder welche Waffen sie haben. Monate der Überwachung und Koordination gipfeln in diesem Augenblick. Alles begann fast 2400 Kilometer entfernt, am anderen Ende der Welt. Miami ist eine der multikulturellsten Städte Amerikas. Jährlich kommen 10 Millionen Besucher hierher. Ein Faktor, der die Großstadt zu einem Nährboden für Wirtschaftskriminalität gemacht hat. Diesen Kriminellen das Handwerk zu legen, ist die Aufgabe des Secret Service. Er hat sich einen Namen als Schutztruppe gemacht. Doch eigentlich sollte er statt des US-Präsidenten vor allem die Wirtschaft schützen. Wir wurden vor mehr als 145 Jahren gegründet. Unser Mandat war die Untersuchung von Falschgeldumläufen. Über die Jahre hinweg war dies das Rückgrat unserer Organisation. Mit dem Zahlungssystem hat sich unsere Aufgabe verändert. Das Zahlungssystem der USA hat sich vom Papiergeld hin zu Online-Banking, Hypotheken und Krediten entwickelt. Trotzdem basiert alles auf dem Wert des US-Dollars. Jede gefälschte Banknote ist ein Angriff auf die Wirtschaft der USA. Die finanzielle Infrastruktur, die Währung des Landes steht auf dem Spiel. Wir wurden mit den Ermittlungen beauftragt. Ihnen gilt unser voller Einsatz. Im Einsatzbüro des US-Geheimdienstes in Miami erhalten die Agenten eine Spezialausbildung gegen Wirtschaftsverbrechen. Special Agent Pat Bush leitet die internationale Einsatztruppe. Sie soll das Falschgeld stoppen, bevor es über die amerikanische Staatsgrenze kommt. Ich beaufsichtige das Falschgeldteam hier in Miami und das internationale Team. Ich beaufsichtige auch die Einsatzbüros in Bogota, das von Brasilien und das in San Juan in Puerto Rico. Etwa die Hälfte des Monats bin ich in diesen Ländern unterwegs. Das Reisen zwischen Lateinamerika und Miami ist leicht. So leicht, dass Miami zum Drehpunkt für Schmuggelware geworden ist, für Drogen und Falschgeld. Am internationalen Flughafen von Miami wird das meiste eingeschleust. Pats Büro arbeitet hier eng mit dem Zoll und der Grenzpolizei zusammen. Wir hatten hier schon Einzelpersonen, die das Falschgeld überall in ihrer Kleidung eingenäht hatten, in jeder Tasche. Manchmal lässt sich beim Röntgen nicht sagen, ob es Fälschungen sind. Man muss also jede Naht aufmachen, um sicher zu gehen. Das Falschgeld kommt hier in kleinen Statuen, in Computern,
und auch kleingerollt in diversen Koffer verstecken an. Wir haben schon alles gesehen. Pro Woche landen im Einsatzbüro in Miami etwa 100.000 Dollar in Blüten. Die besten stammen von weit südlich hinter der Grenze. Sie werden in Büchern, Magazinen und Gepäck verstaut. Um die Einfuhr von Falschgeld in die USA zu verhindern, arbeitet Miamis internationale Truppe eng mit Kollegen aus Lateinamerika zusammen. In einem Gebiet, das berüchtigt ist für seine Falschgeldproduktion. Bogota, Kolumbien. Die belebte Kolonialstadt genießt den Ruf als weltweite Kokainhauptstadt. Doch sie ist zudem auch Produktionsstätte für weltweite Falschgeldfluten, was der Secret Service unbedingt unterbinden will. Special Agent Pat Bush ist gerade in Bogota angekommen und bereitet sich auf Falschgeldrazzien vor. In der US-Botschaft führt ihn sein Weg zum Secret Service Büro, wo er sich mit Einsatzleiter Jorge Muniz und dessen kolumbianischem Team bespricht. Die Statistik zeigt, dass unser Einsatz hier in Kolumbien Wirkung hat. Das verdanken wir eurem Einsatz und euren Mühen. Nach dem Irak und Afghanistan ist diese Botschaft die drittgefährdetste der Welt. In Bogota eingesetzt zu werden, ist äußerst risikoreich. Deshalb muss die Identität der meisten Agenten geheim bleiben. Eigentlich sind wir alle Undercover-Agenten, da wir niemandem sagen dürfen, für wen wir arbeiten. Keiner darf wissen, dass wir für US-Behörden tätig sind. Das wäre äußerst kontraproduktiv und auch gefährlich für mich und meine Familie. Dies ist eine gefährliche Stadt und ein gefährlicher Posten. Deshalb bekommen wir hier auch Risikozulage. Es gibt noch immer Bombenanschläge, Entführungen und sowas. Doch für uns ist es wichtig, das Übel der Geldfälscherei in Kolumbien auszurotten. Die Ursprünge dafür reichen zurück zu den Drogenkriegen der 1980er, als in Kolumbien Anarchie herrschte und die Kartelle mit Gewalt regierten. Auf den Straßen starben Unschuldige im Kugelhagel. Terroristen ließen Bomben hochgehen und sprengten Regierungsgebäude. Unter anderem das kolumbianische Gegenstück zum FBI. Diese Gesetzlosigkeit machte Bogota für Kriminelle so interessant. Und natürlich auch für die wachsende Zahl der Geldfälscher. In den späten 80ern und frühen 90ern waren die Gesetze hier in Kolumbien noch ganz anders. Wäre man damals beim Fälschen von US-Währung erwischt worden, hätte es einen Klaps auf die Finger gegeben. Die Fälscherbanden schlossen sich zu ihrem Schutz und zur finanziellen Absicherung mit gewaltbereiten Kartellen zusammen. Und damit transportierten die Maulwürfe nicht nur Kokain in die Vereinigten Staaten, sondern auch Falschgeld. Durch den Drogenhandel wurde auch eine Unmenge an Falschgeld aus Bogota herausgeschmuggelt. Solche Ermittlungen kann man nicht aus der Ferne führen, auch nicht aus Miami. Also mussten wir uns vor Ort einrichten. '96 gründete der Secret Service ein Einsatzbüro in Bogota, welches zusammen mit der kolumbianischen Polizei die Razzien koordinierte. Es sorgte auch dafür, dass die neuen Gesetze gegen Falschgeld greifen konnten und half, die wachsende Gefahr für die ganze Region zu bekämpfen. In einem Fall wurden 5 Millionen Dollar Falschgeld in einer peruanischen Bank deponiert. Dies schlug Wellen bis zur anderen Seite des Kontinents, denn alle Leute wollten plötzlich ihre Dollar loswerden. Von Peru aus ging es weiter nach Chile, nach Argentinien und nach Bolivien. Alle umliegenden Länder waren betroffen. Dadurch verloren einige das Vertrauen in den US-Dollar, weil sie ihn für eine Fälschung hielten. Wenn so etwas passiert, leidet die Wirtschaft. Eine solche Blütenschwemme zu verhindern, ist die Aufgabe des Büros in Bogota.
Nach einigen Monaten genauester Überwachung bereiten sie hier einen Schlag gegen die Fälscher Kolumbiens vor. Was haben Sie? Einen Verdächtigen, der schon öfter verhaftet wurde. Er ist bekannt für die Produktion qualitativ hochwertiger Hunderterblüten in Millionenhöhe. Wir werden ihn gemäß Haftbefehl noch diese Woche festnehmen. Agent Mooneys Team in Bogotá hat eine bewegte Saison hinter sich. Ende 2009 hatte es über 25 Millionen Dollar Falschgeld beschlagnahmt. Der Erfolg groß angelegter Razzien, Operation Zyklon, Diamant und Tornado erschütterte drei Fälscherringe. In nur drei Monaten wurden so 9 Millionen Dollar beschlagnahmt. Diese Erfolge basieren zum großen Teil auf der Zusammenarbeit mit DAS, dem Inlandsgeheimdienst Kolumbiens. Agent Mooneys trifft sich im DAS-Büro mit den Führungskräften, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Wie Sie wissen, haben wir letztes Jahr falsche Dollarnoten im Wert von 19 Millionen gefunden und auch andere Währungen. Jedes Mal ist der Produktionsprozess ausgereifter. Ähnlich dem FBI ist das DAS für die interne Sicherheit Kolumbiens verantwortlich. Doch auch die Ermittlungen in Betrugsfällen und bei Verbrechen gegen staatliche Finanzorgane gehören zu seinen Aufgaben. Deshalb arbeitet es eng mit den USA zusammen. Die Arbeit Ihrer Leute hier ist ungemein wichtig. Sie hat einen deutlichen Einfluss auf die Vereinigten Staaten. Seit dem Steuerjahr 2001 bis heute hat sich die Zahl des Falschgeldes erheblich verringert. Um 81%. Das ist sehr gut für uns, Kolumbien und die Vereinigten Staaten. Die DAS-Beamten sind Teil der Anti-Falschgeld-Einheit des Secret Service. Derzeit bereiten sie sich auf eine Reihe groß angelegter Razzien vor. Welche Fälle sind gerade geplant? Ich möchte wissen, woran sie arbeiten. Im ersten Trimester des Jahres wollen wir unseren derzeit wichtigsten Fall abschließen. Für ihn wurde in Kalifornien und New York ermittelt. Es geht hier um eine kriminelle Organisation, die über die wichtigsten internationalen Kontakte des Landes verfügt. In Kooperation mit der kolumbianischen Einsatztruppe plant Agent Mooneys jetzt eine Razzia bei einer vor kurzem entlarvten Falschgeldproduktion. Doch um diese auszuheben, werden Agenten benötigt, die Erfahrung mit Fälschungen haben. Und kämpfen können. Ein Team kolumbianischer Ermittler steht kurz vor seiner ersten Razzia. Doch der Einsatz findet weit entfernt von Bogotá statt. Diese Kolumbianer wurden erst vor kurzem für die Anti-Falschgeld-Einheit rekrutiert. Sie trainieren für ihren ersten Einsatz auf dem Gelände des Secret Service außerhalb von Washington, D.C. Auf dieser Akademie lernen die Agenten des Secret Service alles über Überwachung und Schutz, bis hin zu Kampftechniken und Ausweichmanövern. Agent Mooneys hat eine Handvoll Auszubildender von Bogotá nach Beltsville gebracht, um diese für eine bevorstehende Serie von Razzien zu drillen. Im Grunde trainieren wir hier standardisierte Einsatzabläufe. Wenn er hier stehen bleibt, müssen Sie nach hier sichern.
Wir versuchen ihnen ein paar Techniken beizubringen, die der Secret Service beim Eindringen in gefährliches Gebiet nutzt. Die schmalen Korridore und Treppenhäuser, die für Kolumbien typisch sind, können für einen unerfahrenen Ermittler zur tödlichen Gefahr werden. Deshalb lernen sie als erstes das Verhalten in einem tödlichen Schacht. Der tödliche Schacht ist eines der Einsatzgebiete, das wir als Team durchqueren müssen. Ob es nun ein Gang ist oder ein Treppenhaus, es ist immer schwer, weil man so schnell wie möglich raus muss. Es ist eng, man hat die Waffe im Anschlag und hier darf keiner im Team stolpern. Wenn einer fällt, haben alle ein Problem. Okay to come back, one, two steps, halfway up, keep on going. Eine Eliteeinheit besteht aus drei verschiedenen Behörden: Staatsschutz, Generalstaatsanwaltschaft und der kolumbianischen Nationalpolizei. Die Ermittler haben nur ein paar Tage Zeit, um zu einer Einheit zu verschmelzen. Das Beste, was sie tun können, ist, ihr Team vor Eindringlingen zu schützen. Wenn sie nach Kolumbien zurückkehren, wird ihr Überleben davon abhängen. Vertrauenswürdige Rekruten in einem für Korruption bekannten Land zu finden, ist nicht leicht. Jedes neue Teammitglied ist handverlesen und vom Secret Service genauestens durchleuchtet. Vor Jahren, als wir anfingen, mit den Behörden zu arbeiten, gab es noch viel Korruption. Ohne gegenseitiges Vertrauen können wir nicht kollaborieren. Es fängt mit dem Lügendetektor an. Wenn Sie den überstehen, durchleuchten wir Ihren Background in Kolumbien. Erst dann dürfen Sie für uns arbeiten. Nach Abschluss ihres Trainings bekommt die kolumbianische Truppe noch eine Spezialführung über das Secret Service-Gelände. Das nennen wir ein Paradenauto. Mit im Programm ein Blick auf die historische Garde des Präsidenten. Es ist voll gepanzert. Boden, Seiten, Dach, alles gepanzert. Sie bekommen auch die seltene Möglichkeit, Ausweichmanöver der Marke Secret Service zu bewundern. Agent Moonies Falschgeldteam wird von einer internationalen Einheit mit Sitz in Miami beaufsichtigt. Diesmal wird die wöchentliche Sitzung von Special Agent Michael Fithen eröffnet. Ich möchte bemerken, dass die Zahl der Verhaftungen in Bogotá um 177% gestiegen ist. Respekt dafür. Heute auf der Agenda der Schutz des Präsidenten und von Würdenträgern und das Thema Falschgeld. Derzeit haben wir drei Fälle von Personenschutz. Wir haben Haiti, den Premierminister von Belize und den Präsidenten von El Salvador. Die Falschgeldeinheit hat viel zu tun. Ich fliege am Sonntag nach Kolumbien. Unsere Agenten in Bogotá und die Spezialeinheiten haben seit dem 1. Oktober in diesem Geschäftsjahr bereits 15 Millionen Dollar beschlagnahmt. Jeden Tag schleust die Einsatzzentrale in Miami tausende gefälschte Dollarnoten zu den Spezialisten des Secret Service. Ihre Qualität hängt davon ab, wie sie produziert wurden. Einige stammen einfach aus Tintenstrahldruckern. Auf diesem Schein erkennt man die Farbpunkte, die das Bild formen. Während andere detailgetreue Offset-Drucknoten sind. Hier erkennt man den simulierten Farben, bei denen auf jedes Sicherheitsmerkmal geachtet wurde. Der größte Teil an hochwertigen Offset-Drucken stammt von kolumbianischen Druckern. Jorge Muniz und seine Einheit in Bogotá sollen dem einen Riegel vorschieben. Gerade zurück vom Training in Beltsville informiert Agent Muniz in Miami Pat Bush über den Fortschritt des kolumbianischen Teams. Okay, wo liegen wir in diesem Geschäftsjahr? Ganz gut. 50 Millionen in ein paar Monaten. Die letzten Operationen des Teams in Bogotá waren so effektiv,
dass viele kolumbianische Fälscher gezwungen waren, aus den Städten in die Randbezirke auszuweichen. Der Secret Service hat einige davon sogar über die Staatsgrenze verfolgt. Wir wissen, dass einige Kolumbianer ihre Produktion nach Peru verlagert haben. Wir haben sie in Kolumbien derart unter Druck gesetzt, dass sie auswandern. Dabei nehmen sie dann ihre Pressen, Platten und Negative mit nach Peru. Special Agent Jorge Muniz bereitet sich auf eine Hausdurchsuchung in einer vermeintlichen Falschgelddruckerei vor. Um einen Haftbefehl zu bekommen, trifft sich Muniz mit dem Generalstaatsanwalt, dessen Team die Verdächtigen bereits überwacht. In diesem Fall erhielten wir die Informationen über Telefonleitungen. Die Zielperson ist in der Fälscherszene weit oben. Das Büro bestätigt, dass die Bandaufnahmen der Telefonmitschnitte alle Informationen enthalten, die einen Haftbefehl rechtfertigen. Aus den Unterhaltungen konnten wir wichtige Informationen über die Fälschungen filtern. Derzeit warten wir nur auf die genaue Adresse. Sobald der Durchsuchungsbefehl da ist, warten wir auf weitere Order. Im nächsten Schritt wird Kontakt mit den Fälscherkreisen hergestellt, um an Details heranzukommen. Die wichtigste Quelle bei solchen Untersuchungen ist ein Insider. Jemand, der sich mit Schlüsselinformationen über die Drucker und Vertriebswege an den Geheimdienst wendet. Ein sogenannter V-Mann. Einen Großteil unserer Erfolge verdanken wir V-Männern. Ohne ihre Mitarbeit kämen wir nie an die benötigten Informationen. Informanten arbeiten mit gefährlichen Kriminellen Hand in Hand. Vertrauen spielt hier eine wichtige Rolle. Doch auch wenn die Informanten ihr Leben aufs Spiel setzen, tun sie das nicht der Sache wegen. Die Informanten kommen zu uns, weil sie wissen, dass wir sie bezahlen. Wer auch immer ihnen die höchste Summe bietet, dem gehört für eine Weile ihre Loyalität. Ein Informant ist einem nie sicher, denn wenn die Gegenseite morgen mehr zahlt, wechselt er das Lager. Kontakte in die Fälscherwelt aufzubauen ist gefährlich. Wie bei allen Undercover-Einsätzen unterliegt die Identität der Agenten strikter Geheimhaltung. Die Tatsache, dass wir uns bei solchen Ermittlungen Feinde machen, beunruhigt mich schon. Denn wir haben es mit Kriminellen zu tun, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Heute trifft sich Agent X mit einem Informanten, der behauptet, Schlüsselinformationen zu einigen Verdächtigen in der laufenden Untersuchung liefern zu können. Er ist ein Drucker, der zu Beginn letzten Jahres verhaftet wurde. Und er arbeitet weiter aus dem Gefängnis? Ja, er sitzt ein und macht dort weiterhin Geschäfte. Hat er ein Handy? Ja, genau. Der Informant liefert wichtige Hintergründe. Die Agenten interessieren sich aber mehr für Details über ein bevorstehendes Treffen zwischen einem einheimischen Fälscher und einem Finanzier aus Medellin. Haben Sie Informationen über Medellin? Sie überlegen, wo in Kolumbien ein passender Platz für die Transaktion ist. Und dann schaffen Sie die Pakete ohne Probleme in die Vereinigten Staaten. Wohin wollen Sie das Geld bringen? Miami? Ja. Wird man sie hier bezahlen? Ja, das wird man. So wie einen Maulwurf? Ja, das stimmt. Der Informant berichtet, dass der Drahtzieher des Fälscherrings aus Medellin ein Treffen mit einem Drucker in Karthago plant. Dann los. Stellen Sie den Kontakt mit ihm her. Sagen Sie ihm, Sie seien bereit und würden gerne für ihn arbeiten. Lassen Sie mich die Informationen weitergeben und mich mit der Polizei sprechen, um den besten Einsatzplan auszuarbeiten. Vor allem für Ihre Sicherheit. Ich will nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Besorgen Sie mir die Information. Ich will wissen, wer dieser Mann ist. Okay. Jetzt heißt es Ruhe bewahren und beobachten. Das Team des Secret Service hat die Chance auf die Zerschlagung eines Fälscherteams. Doch um Drucker und Geldgeber zu erwischen, muss das Timing genau passen.
Irgendwo in Kolumbien sind zwei Fälscher gerade dabei, sich zusammenzuschließen. Was sie nicht wissen ist, dass der Secret Service sie bereits beobachtet und jedes ihrer Worte abhört. Wir haben eine Leitung angezapft. Und das schon eine ganze Weile. Unsere ausgebildete Einheit hört sie also ab, während wir hier sprechen. Zwei unserer Mitarbeiter machen die Überwachung, um die abgehörten Informationen zu bestätigen. Bei unseren Einsätzen ist Timing alles. Wenn wir zu früh zuschlagen, könnten wir mitten in die Produktion hineinplatzen. Wenn wir zu spät kommen, finden wir leere Zimmer. Vielleicht noch eine Druckerpresse, aber keine Beweise. Wir versuchen sicherzustellen, dass wir alle Elemente und alle Beteiligten an einem Verbrechen erwischen. Bis dato sehen die Ermittlungen gut aus. Die bösen Jungs geben den Blüten gerade den letzten Schliff. Bewaffnet mit einem Haftbefehl und Insiderwissen eines Informanten sind Agent Jorge Muniz und seine Einsatztruppe nach Karthago gekommen, um den perfekten Moment für einen Zugriff zu besprechen. Basierend auf den abgehörten Telefonaten von heute ist das Hauptziel noch in Medellin. Durch Überwachung und das Abhören der Telefone weiß das Team, dass der Drucker eine neue Charge Falschgeld produziert. Doch nachdem abgehörte Codewörter übersetzt wurden, scheint es, als würden den Geldnoten noch entscheidende Details fehlen. Aus den Codebegriffen konnten wir schließen, dass den Blüten noch der Magnetfaden fehlt. Können Sie sich an die Ausdrucksweise erinnern, welche Sprache Sie benutzen? Sie nennen diesen Magnetfaden auf Spanisch La Cinta de Matrimonio, den Ehering. Wissen wir, ob es um US-Dollar geht oder um Pesos? Nein. Die Zielperson, die hier lebt, ist bekannt als Fälscher für kolumbianische Pesos. Die Zielperson aus Medellin für die Fälschung von US-Dollar. Basierend auf unserer gestrigen Unterhaltung glaube ich, es könnten US-Dollar sein. Die Sicherheitsmerkmale der US-Währung werden ständig überarbeitet. Im Hauptquartier des Secret Service in Washington, D.C. kämpfen die Agenten täglich gegen einen nicht enden wollenden Strom an neuen Fälschungstechniken. Die Fälscher schlafen nicht, wenn es um die Methoden und Techniken der Blütenherstellung geht. Unser Ziel ist es also, die aktuelle Währung so fälschungssicher wie möglich zu machen, um den Banden auch technisch immer einen Schritt voraus zu sein. Eine der schwierigsten Herausforderungen für einen Fälscher ist schon das Nachempfinden des Basismaterials, Papier. Echte US-Währung besteht aus einer Mischung von Baumwolle und Leinen und hat eine unverkennbare Struktur. Während der Herstellung werden rote und blaue Sicherheitsfäden in die Mischung eingebracht. Ein weiteres schwer zu fälschendes Detail ist in das Papier eingewebt. Ein fluoreszierender Faden mit mikroskopisch kleinem Aufdruck. Auf einer echten Banknote leuchten die Sicherheitsfäden in bestimmtem Licht. Ein typisches Zeichen für Falschgeld ist dieses fehlende Aufleuchten. Um sich die Produktion echten Geldpapiers zu sparen, greifen manche Fälscher auf einen einfachen Trick zurück. Sie bleichen kleine Banknoten und bedrucken sie mit höheren Werten. So werden mit Bleiche und Tinte aus 5 Dollar 100 Dollar. Das hier macht man nicht einfach mit einem Tintenstrahldrucker. Dazu braucht man Erfahrung. Hier werden Chemikalien zum Bleichen benutzt und dann wieder drüber gedruckt. Wenn man sie gegen das Licht hält, erkennt man, dass das Wasserzeichen Abraham Lincoln zeigt. Die Präsidenten passen nicht. Einen Abraham Lincoln sieht man normalerweise nicht auf einem Hunderter. Wir wissen jetzt also, dass die Banknote gebleicht wurde. Selbst wenn ein Fälscher das Papier hinbekommt und detaillierte Druckplatten hat, liegt die nächste Herausforderung in der Tinte selbst.
Das US-Schatzamt benutzt ein Spezialpigment, durch das sich die Farbe mit dem Lichteinfall verändert. Fälscher versuchen, das mit teils einfachsten Mitteln wie Glitzerstaub zu kopieren. Der Fälscher wird versuchen, sich an jemanden von draußen ranzumachen, der nicht weiß, dass die Tinte eigentlich die Farbe ändert. Die Leute sehen nur, dass es glitzert und leuchtet und halten sie für echt. Gutes Falschgeld kann in einzelnen Scheinen in Umlauf gebracht werden, wo man nur ein Opfer täuschen muss. Doch selbst schlechte Fälschungen lassen sich sogar bündelweise einsetzen. Bei einem Trick, der Schwarzgeldbetrug genannt wird. Der Fälscher erklärt seinem Opfer, dass er eine große Summe an echter Währung zu einem Satz von 20 Cent pro Dollar loswerden muss. Er erklärt, das Geld wäre schwarz eingefärbt, damit die Polizei es nicht aufspüren kann. Dem Opfer wird gezeigt, wie die Scheine in Sekunden wieder sauber werden. Bei der Vorführung wird ein echter Schein benutzt. Das Opfer testet diesen und fühlt sich daraufhin sicher genug, um seine Ersparnisse für einen Tausch in die schwarz gefärbte und vermeintlich echte Währung zu investieren. Hat das Opfer bezahlt, erhält es eine Speziallösung zur Reinigung der Scheine. Oft eine simple Mischung aus Wasser und Vitaminen, nur um anschließend festzustellen, dass man ihm Falschgeld angedreht hat. Das ist der Preis, wenn man mit Verbrechern Geschäfte macht. Die Dollarnoten werden alle 7 bis 10 Jahre erneuert. Die offizielle Währungsdruckerei spricht sich mit dem Geheimdienst ab, um sicherzustellen, dass die neuen Scheine nahezu fälschungssicher sind. Doch viele der ersten und besten Fälschungen stammen aus Kolumbien. Falschgeld aus Kolumbien kennen wir schon sehr lange. Die kolumbianischen Fälscher produzieren große Mengen und benutzen ausgereifte Druckerpressen, die weit bessere Qualität liefern als digitale Druckblüten aus dem Tintendrucker. Was die Qualität von Falschgeld angeht, sind sie führend. Nach Monaten der Überwachung und Koordination zwischen Miami und Bogota steht die Einsatztruppe kurz vor der Stürmung eines Hauses. Wir befinden uns in einer gefährlichen Lage. Wir müssen komplett in Sicherheit sein. Das liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Agent Jorge Muniz und seine kolumbianische Einsatzgruppe machen sich auf den Weg zum Haus eines verdächtigen Fälschers. Wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind in 1,5 Minuten da. Das besprechen wir, wenn wir da sind. Seid bereit. Das Team hofft, einen einheimischen Drucker und einen Geschäftsmann aus Medellin festnehmen zu können. Hier ist die Tür. Wir glauben, dass sich alles im dritten Stock befindet. Doch niemand weiß, wer sich drinnen aufhält und ob und wie stark sie bewaffnet sind. Sieht aus, als wären die Fälscher entkommen.
Doch dann finden die Ermittler den Drucker, der sich in seinem Arbeitsraum versteckt hatte. Ziehen Sie Ihre Hose an. Der Geschäftspartner aus Medellin war entweder gar nicht da. Sind noch andere Personen hier? Nein. Oder er ist entkommen. Wir gehören zum Distrikt 276 und zum Büro für Falschgelddelikte. Gemäß eines Haftbefehls, ausgestellt vom Bezirksstaatsanwalt und der Stadt Bogotá, Julio, der Gruppenführer, verliest ihm jetzt seine Rechte, so wie sie in Kolumbien gelten. Im Grunde nicht anders als anderswo. Sobald der Haftbefehl ausgeführt wurde, kann die Suche nach Beweisen starten. Das Team sieht sofort, dass es auf der richtigen Spur ist. Ist die Maschine sauber? Sieht nach 50er Noten von kolumbianischen Pesos aus. Viele Leute glauben, dass so eine Druckerpresse schon ausreichen sollte. Aber da hängt noch viel mehr dran. Die Druckplatten für die Maschine, die Negative, die man zum Brennen der Platten braucht, all das haben wir noch nicht gefunden. Aber wir brauchen den Rest der Ausrüstung, wie Brenner und Schneider, um eine Falschgeldproduktion nachzuweisen. Die Agenten durchsuchen das Haus nach schlagkräftigen Beweisen. Und es dauert nicht lange, bis sie auf einen Stapel druckfrischer Blüten stoßen. Doch es sind alles Pesos. Bislang gibt es hier keinen Hinweis auf US-Währung, aber die Suche geht weiter. Die Agenten dokumentieren die Beweise und stoßen auf Stapel unfertiger, gefälschter Pesos. Den Noten fehlt noch ein entscheidender Sicherheitspunkt, den der Partner des Druckers aus Medellin mitbringen wollte. Basierend auf dem, was wir wissen und sehen, gehen wir davon aus, dass der Mann aus Medellin am Samstag die Sicherheitsfäden hätte mitbringen sollen. Während die Suche weitergeht, verhört ein kolumbianischer Agent den Verdächtigen, der sich seiner Lage offensichtlich bewusst ist. Er hat beim Verhör oft gezögert, meine Fragen zu beantworten. Ganz grundlegende Fragen wie, wo leben Sie, wie lautet der Name Ihrer Mutter, solche Sachen. Er zögert immer. Es kann also sein, dass er uns mit Falschinformationen füttern will. Um eine Verurteilung zu erreichen, muss das Team mehr Beweise finden. Druckplatten, Negative, mehr als die Presse und halbfertige Blüten. Wir stehen hier am Anfang. Die Durchsuchung läuft. Wir verhören den Verdächtigen. Dann sehen wir weiter. In zwei Fällen haben wir nach einer halben Stunde das Versteck der verpackten Währung ausfindig gemacht. Wir geben nicht so schnell auf. Mal sehen, was wir noch finden. Das Team aus US-Geheimdienstlern und kolumbianischen Ermittlern sucht also weiter nach Beweisen in der Wohnung des Verdächtigen in Cartago. Sie haben schon eine Presse und gefälschte Pesos gefunden. Das sind gefälschte Diplome. Sie finden sogar gefälschte Universitätsdiplome.
Doch die Druckplatten oder Negative und weitere Fälschungsmaterialien sind noch nicht aufgetaucht. Wir suchen die Negative, die Platten. Manchmal sind sie in Taschen versteckt. Sie könnten aufgerollt sein. Ebenso fehlt jede Spur vom Partner des Druckers. Ein gesuchter Finanzier, den das Team gerne festgenommen hätte. War der Verdächtige derjenige, den wir abgehört haben? Ja, das war der Kerl am Telefon. Er hat ständig mit der anderen Zielperson gesprochen. Die Strippenzieher zu erwischen ist sehr schwer, weil die sich selbst nie die Finger schmutzig machen. Der Partner des Druckers mag ihnen zwar entkommen sein, doch nach einer Stunde suchen. Die Platten. Hier sind die Druckplatten. Aluminiumplatten. Druckplatten für falsche Pesos. Es handelt sich zwar nicht um US-Dollar, aber das Team hat genügend Beweise für eine Verurteilung. Hier ist die Ausrüstung zur Herstellung von Falschgeld. Agent Moonis telefoniert mit dem Hauptquartier in Miami, um Special Agent Pat Bush über die Ergebnisse der Razzia zu informieren. Hi Pat, hier spricht Jorge aus Cartago, Kolumbien. Die hiesige Produktion hat kolumbianische Pesos hergestellt. Der Verdächtige wurde verhört und kooperiert. Sein Ausweis wurde sichergestellt. Ich gebe Ihnen später noch weitere Einzelheiten. Aber es waren wieder nur kolumbianische Pesos. Bis später. Das Büro in Bogotá ist so erfolgreich, dass man die Einfuhr von Blüten in die USA um 81% reduzieren konnte. Selbst im Süden Kolumbiens macht der Secret Service den Geldfälschern das Leben schwer. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen dem Secret Service und den kolumbianischen Behörden weichen die Geldfälscher immer häufiger in Dörfer und aufs Land aus, da sie dort schwerer zu fassen sind. Das glauben die. Doch mittlerweile erwischen wir sie auch dort, wie der heutige Tag gezeigt hat. Die Karriere eines Geldfälschers hat hiermit erstmal ein Ende. Da die Strafen in Kolumbien härter geworden sind, wird er die kommenden Jahre einsitzen. Die Mindeststrafe liegt bei 3 Jahren, nach oben offen. Es können also auch 5 oder mehr werden. Es wird auf alle Fälle hart werden für ihn und seine Familie. Je nachdem, ob er Geld hat oder einer ehrlichen Arbeit nachging. Es kann sein, dass er offiziell als Drucker gearbeitet hat, das wissen wir noch nicht. Doch es wird hart für ihn und seine Familie. Wenn er bereit ist zu kooperieren, wird der Staatsanwalt ihm vielleicht einen Deal anbieten. Und er kann als Informant für uns arbeiten. Nach dem anderen Verdächtigen wird gefahndet. Er hat noch Geschäfte in Medellin und anderen Städten laufen. Das ist also erst der Anfang. Das Team beschlagnahmt die Druckausrüstung und schließt einen weiteren Fall ab. Doch das war nur eine Schlacht in einem Krieg, der nie enden wird. Die Tatsache, dass wir Fortschritte machen, heißt nicht, dass wir die Produktion von Falschgeld aufhalten können. Wir können uns auf unseren Erfolgen nicht ausruhen. Denn sobald wir nachlassen, steigt die Blütenproduktion sofort wieder an. Vom Kampf gegen Falschgeld bis hin zum Schutz des Präsidenten und des US-Dollar-Werts. Diese Agenten sind täglich 24 Stunden im Einsatz. Ein Leben zwischen Entbehrung und Erfolgen. Ein Leben in einem der härtesten Jobs der Welt. Als Agent des Secret Service.